Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Patrick und heute geht es um das Thema Bitfinex, den Exchanger. Ich zeige euch, wie ihr dort die Benutzeroberfläche bedient, da sie zugegebenermaßen ein bisschen eigen ist, wie ich finde. Und anhand der Anfragen, die ich gehabt habe, deswegen ist es scheinbar auch so. Deshalb habe ich mir gedacht, mach doch ein Video über Bitfinex und zeig mal die Oberfläche und wie man dort eben einzahlt, wie man Coins tauscht oder Tokens kauft und wie man dann von da dort wieder auf sein Wallet transferiert. Bis gleich. So, dann schauen wir uns hier mal um. Was gibt es da zu sehen, wenn wir uns angemeldet oder eingeloggt haben, kommt hier als erstes ein Chart, Orderbuch, Trades, die laufen und so weiter. Ich gehe das mal ein bisschen chronologisch durch. Am Anfang haben wir hier ja den Account, klicke ich mal drauf. Dann haben wir hier Account-Typen zum Beispiel. Da könnt ihr dann sagen, seid ihr ein Trader oder möchtet ihr einfach Coins und Tokens kaufen oder umtauschen, dann seid ihr ein Exchanger. Funding habe ich noch gar nicht geschaut, was das alles ist. Habe ich bis jetzt auch noch nie gebraucht. Könnt ihr sonst selber gerne nachlesen, was das ist. Dann haben wir hier Currencies and Pairs. Das ist natürlich, da kann ich einstellen, was ich dann beim Trading zur Auswahl habe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche nie irgendwas mit US-Dollar, dann kann ich natürlich den Haken rausnehmen und habe dadurch etwas weniger an Auswahlmöglichkeiten und vielleicht ein bisschen aufgeräumterer Desktop bei Bitfinex. Dann habe ich hier Datum, Zeit, kann ich einstellen, meine Zeitzone, dann welches Format ich gerne haben möchte und so weiter. Dann sind hier die Fees, da habe ich noch gar nie was gemacht hier. Das könnt ihr sonst auch gerne durchschauen. Dann haben wir Sicherheit, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und zwar seht ihr hier oben rechts schon, hier gibt es Einstellungen, die sie empfehlen. Ich denke, wenn ihr alles wirklich angehakt habt, also die höchste Sicherheitsstufe, dann habt ihr hier 13 von 13 Punkte und dann seid ihr natürlich hier bei super oder einfach gut. Und jetzt bin ich dabei okay. Also ich würde mal sagen, nicht zu wenig einschalten. Seht ihr dann da oben, dass es dann ziemlich rot wird. Hier kann ich zum Beispiel die E-Mail-Encryption einschalten. Das ist die, für die, die PGP verwenden. Die meisten haben das wohl nicht. Dann hier ganz, ganz wichtig, Two-Factor Authentication. Das ist dann eben eigentlich das Wichtigste, was ich sage, muss auf jeden Fall gemacht werden. Hier sehen wir, hier können wir den Google Authenticator nehmen, Twilio oder Clef. Clef weiß ich gar nicht. Ich habe gedacht, die hören im Juni mit ihrem Dienst auf. Das ist mein letzter Stand, den ich habe. Ich benutze hier den Google Authenticator. Besser gesagt die App Authy. Und zwar kann man dann die hier bei Enable einschalten. Wenn man das gemacht hat, dann kann man nachher hier unten, wenn man auf Session klickt, kann man dann weitere Einstellungen machen auch, dass man eben sagt hier, dass man über ein Tor-Netzwerk kommt, dass man Keep Session Alive, das heißt, dass er einfach immer wieder schaut, ist euer Desktop noch aktiv und dann euch nicht automatisch ausloggt. Also dann bleibt ihr dann länger in einem Trade oder eben im Chart drin, in der Oberfläche, bevor er euch automatisch ausloggt. Dann hier könnt ihr sagen, ich möchte eine E-Mail für das Login. Ich mache das natürlich jetzt alles über die Authy App, also oder eben den Google Authenticator. Dann kann man sagen, Detect IP Address Change, das heißt jedes Mal, wenn ihr von einem anderen Browser oder einem, besser gesagt einem anderen Rechner euch anmeldet und die IP-Adresse wechselt, dann werdet ihr zumindest informiert. So würdet ihr zum Beispiel mitbekommen, wenn ihr immer nur von zu Hause aus arbeitet und plötzlich heißt es, es sei von einer anderen IP-Adresse ausgekommen, könnt ihr vielleicht darauf schließen, dass jemand anders versucht hat, in euer Konto reinzukommen. Es kann aber auch sein, wenn euer Internetprovider die IP-Adresse ständig wechselt, dann kommt ihr natürlich jedes Mal eine E-Mail über, wenn das passiert. Das könnt ihr dann natürlich hier auch rausnehmen.
Da können wir noch Whitelisting machen, also IP-Adressen zulassen, die wir wissen, das sind immer unsere fixen. Ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. Hier haben wir auch Withdrawal Address Whitelist. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ich habe immer diese Bitcoin Wallet ID, Ether und so weiter für jeden Coin und nur zu dieser Wallet ID sollen Auszahlungen getätigt werden können von Bitfinex, könnt ihr die hier auch eintragen. Mache ich nicht, weil ich gebe jedes Mal eine andere ein aus Sicherheitsgründen. Dann haben wir hier Withdrawal Settings. Auch hier wieder könnt ihr schauen, ob beim Auszahlen oder beim Überweisen bei der Transaktion eben nicht plötzlich eine andere IP verwendet wird. Und was ist das hier noch? Ah, genau, hier kann man sagen, wenn die IP-Adresse geändert hat, dann sollen 24 Stunden lang keine Auszahlungsmöglichkeit möglich sein. Ja, das ist dann auch etwas, das wir hier nicht unbedingt brauchen. Und den haben wir noch gemacht hier, diesen Custom Withdrawal Check, den habe ich noch eingeschaltet. Kann ich dann definieren, was ich hier machen möchte. Das ist dann einfach eine zusätzliche Sicherheit, wenn ich eben eine Transaktion ausführe, also von Bitfinex auf mein Wallet überweise, dass ich dann eben hier noch eine zusätzliche Abfrage bekomme, die ich eigentlich nur weiß. Und wenn ich die weiß, kann ich es eben machen. Wenn ich es nicht weiß, kann eben niemand Geld transferieren. Aber ich sag mal so, mit der Two-Factor Authentication, Google Authenticator, ist das eigentlich nicht so das Problem, dass man recht gut geschützt. Haben wir hier Notifications, also Benachrichtigungen, wie wir die erhalten wollen über Desktop und so weiter, kann man sich durchhangeln und mal schauen, was einem so passt. Dann hier Interface, kann ich viele Einstellungen machen, das könnt ihr auch selber mal reinschauen. Hier habe ich Layout, wie das angeordnet sein soll. Dann hier das Orderbook, wie das ausschauen soll. Dann hier Tables und so weiter. Es gibt unzählige Möglichkeiten hier. Und da habt ihr noch Themen. Da könnt ihr dann auf hell, schwarz oder eben dann so wie jetzt ein bisschen dunkler. Dann die Verifizierung. Ich weiß nicht genau, ob das in jedem Land funktioniert. Ich habe das mal gemacht, aber ich habe keine Bank Verifizierung gemacht, weil ich hier nicht mit US-Dollar einzahle. Kann man auch nicht, seit April ist gesperrt. Und deshalb bin ich wohl hier überall bei Submitted, aber nicht Approved. Aber wenn ihr mit Bitcoin arbeitet, zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich gehe immer von Bitcoin aus, ich kaufe irgendwo anders Bitcoin, zahle das, also transferiere dann das auf Bitfinex und wechsle so in Tokens oder andere Coins um, dann braucht ihr das hier nicht. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie können wir denn jetzt zum Beispiel Bitcoin nach Bitfinex transferieren. Da gehen wir hier auf Transfer. So, und dann sehen wir schon, dass wir hier unsere ausgewählten Coins oder Tokens haben. Und auf der rechten Seite sehen wir, wie viel wir von was haben. Und hier sehen wir auch, dass wir hier mehrere Wallets haben. Einmal Exchange, Margin und Funding. Wenn ihr nur Tokens kaufen oder tauschen wollt, könnt ihr das hier auf Exchange lassen. Wenn ihr traden wollt, mit Hebel genau und so weiter, dann müsst ihr hier auf Margin was haben. Wenn ihr jetzt einzahlt, könnt ihr dann auch wählen, wohin. Wenn jetzt zum Beispiel aber sagt, nee, ich habe zwar da was bei Exchange, möchte aber mit dem Traden, dann geht ihr hier hin, sagt ihr, wie viel von was, ich habe jetzt hier Bitcoin, sagt ihr, ich möchte jetzt vom Exchange, da habe ich es ja drauf, zum Margin transferieren. Dann sage ich Transfer und dann wird von hier, von Bitcoin, ein Bitcoin nach rechts rüber geschoben, also auf Margin, und dann könnt ihr mit diesem einen Bitcoin, könnt ihr dann eben traden. Mach ich jetzt auch nicht. So, und dann habe ich hier die bekannten eigentlich, habe hier Deposit, also einbezahlen in diesem Sinne, also zum Beispiel im Bitcoin transferieren von eurem Wallet oder von einem anderen Exchange, ist also dann egal woher, auf Bitfinex. Withdrawal ist dann eben das Ausbezahlen sozusagen, das Transferieren von Bitfinex zu eurer Wallet. Und hier habt ihr dann noch die Wallet-Übersicht. Das ist eigentlich genau das gleiche, wie wenn ich auf Transfer gehe. Ich gehe mal hier auf Deposit und sehen wir mal, wie das funktioniert. Hier haben wir da die letzten Transaktionen
die wir getätigt haben. Hier kann man eben US-Dollar, aber das geht eben leider nicht, weil Post seit irgendwo April, das hat was mit Gesetzen zu tun, da ist Bitfinex noch immer dran, dass sie das wieder geöffnet kriegen. Dann gehen wir wieder zurück auf Deposit. Sagen wir jetzt mal, wir wollen Bitcoins einzahlen hier und transferieren. Dann haben wir hier eben diese drei Wallet-Arten. Wir haben den Exchange, den wir benutzen. Wir haben aber auch das Margin Wallet. Und dann hat das jeweils eine andere Adresse und dann wird das euch direkt zugewiesen. Hier könnt ihr die kopieren, hier könnt ihr den QR-Code euch anzeigen lassen und dann mit dem Handy hier direkt dann den QR-Code scannen und auf eurem Handy-Wallet zum Beispiel hier einzahlen. Das wäre das zum Deposit, dann Withdraw, eben dann das Transferieren weg von Bitfinex. Da haben wir hier zum Beispiel auch, wenn wir jetzt sagen, ich habe hier IOTA, das ist ja dann an egal welchen Coin oder Token wir haben, dann haben wir auch hier auf der rechten Seite, sehen wir dann hier, wo wir eigentlich das Guthaben dann haben. Dann sagt ihr hier die Adresse, wohin, also das Wallet, sagt ihr wie viel, ups, ja noch wie viel, und nicht. Dann sagt ihr von wo eben Exchange, Margin oder Fund ist, habt ihr überall, müsst ihr einfach immer schauen, wo habe ich das überhaupt im Guthaben drauf. Dann kann ich sagen, ja, ich habe das hier verstanden und dann kann ich die Überweisung beantragen, kommt noch die Sicherheitsabfrage oder eine E-Mail, je nachdem, was man dann eben eingestellt hat. Und dann wird das dann hier eben dann auch freigegeben und die Transferierung von Bitfinex auf euer Wallet wird dann von Bitfinex ausgelöst. Dann haben wir, genau, dann haben wir gehabt, wie transferiere ich zu Bitfinex, hier von Bitfinex weg, dann die Übersicht der Wallets, okay. Jetzt haben wir Bitcoins hier transferiert, haben jetzt also in Bitfinex ein Guthaben. Dann gehen wir hier auf Trading, da müssen wir zuerst wählen, was wollen wir denn hier traden. Ihr seht schon, es hat nicht so viele Token und Coins hier drauf. Wir haben den Bitcoin, die beiden Ethereums, Zcash, Monero, Litecoin, Ripple, Dash und IOTA. Das mache ich jetzt mal, da ich hier ja nicht Dollar transferieren kann, weil das ja eben noch deaktiviert ist, muss ich natürlich hier immer ein Paar wählen, was mit Bitcoins dann hinten dran ist. Mache ich jetzt mal, sage ich jetzt mal, ich habe hier IOTA und Bitcoin. So, jetzt. Ja, IOTA ist ja erst gestartet am Dienstag, also das ist jetzt vor 2 Tagen gewesen. Muss ich ein bisschen reinzoomen, da kann ich hier wählen, dass ich hier auf 1 Stunde gehe. So, dann baut er mir hier das auf, auf 6 Stunden. So, und er hat hier schön angefangen, ist hier wieder runtergegangen, so. Und wenn ich jetzt diese IOTAs kaufen möchte, dann gehe ich hier hin und sage hier, hey, habe ich verschiedene Order-Ausführungen. Wenn ich jetzt nur wirklich in dem Moment eben, wie der Stand gerade ist, egal wie hier der Kurs ist, kaufen möchte, dann muss ich hier auf Market gehen. Das heißt, das ist eine Ausführung, die sofort stattfindet. Wenn ihr hier auf Limit und Stop Limit geht, dann wird die Order oder die Bestellung oder der Tausch von Bitcoin in IOTA erst ausgelöst, wenn das bestimmte Limit eben auch erreicht worden ist. Market ist immer gleich. Dann gehe ich hier rein, dann sage ich, wie viele IOTAs möchte ich. Hier reden wir von Mega IOTAs und nicht irgendwie ein IOTA, sondern es ist einmal ein Mega IOTA. Sage ich hier zum Beispiel, ich möchte 50 Stück kaufen. Und dann gehe ich hier auf Exchange Buy und nicht auf Sell, sonst würde ich verkaufen, kann ich natürlich nicht, weil ich, ich könnte jetzt, weil ich habe, aber jetzt, wenn wir eben diesen Account neu bestücken mit Bitcoin, haben wir nur Bitcoin drauf und dann kann ich ja eigentlich nur kaufen. Und das andere hier oben wäre eben das Margin, das wäre dann eben das Trading und nicht jetzt wie wir einfach ein Tausch. Dann sage ich hier mal Exchange Buy. Hier sehen wir übrigens auch, wie viel wir von was haben. Wir haben 2 Bitcoin und wir haben 322 IOTAs. Sage ich hier mal Exchange Buy von 50 Stück zum Preis, den eben
ihr gerade angezeigt wird. So. Habe ich jetzt ausgelöst und hier unten sehen wir dann Exchange Marker bei Order 50 Mega. Hier steht es noch: Mega IOTA has been fully executed zum Preis von. Jetzt sehen wir schon, wir haben ein bisschen weniger Bitcoin. Wir haben noch 1,99. Hier unten sehen wir es ein bisschen mehr noch: 1,9919 und haben hier 50 Stück mehr IOTAs bekommen. So, wir haben jetzt gekauft. Und jetzt könnte man dann hin auf Transfer, Withdraw, kann ich hier sagen, IOTA. Adresse wieder eingeben, das was ich schon gezeigt habe, könnte hier dann sagen, ich möchte 73 Stück ausbezahlen, habe ich auch angeklickt, kann man übrigens auch, man muss nicht alles immer eingeben, wenn man das auf einmal überweisen möchte, sage hier eben, ja, ich habe es verstanden, sage ich Request, Withdrawal und dann wird das auf meinen Wallet transferiert, das ist die ganze Hexerei. Gut, nochmal hier alle Account-Informationen mit Security, unbedingt den Zwei-Faktor einschalten. Dann haben wir hier Transfers, eben hier können wir unser Bitfinex-Konto mit Bitcoins bestücken, aufladen. Dann hier können wir das wieder transferieren zu unserem Wallet, also wieder aus Bitfinex raus. Dann hier bei Trading müssen wir auswählen, was wir denn genau hier kaufen oder besser gesagt tauschen möchten. Und wenn wir das gemacht haben, so, gehen wir mal auf Ether. Wenn wir schauen, wie hier, dass wir hier auf Exchange stehen, gehen hier eben auf Market Order und geben hier an, wie viel, sagen Buy und das war's. Wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst es mich wissen, schreibt mir in die Kommentare rein. Wenn euch dieses Video gefallen hat und es informativ war für euch, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Wenn ein Daumen runter ist natürlich auch okay, dann bitte aber eine konstruktive Kritik in die Kommentare rein, da wäre ich sehr dankbar. In diesem Sinne, ich wünsche euch, macht es gut, bis dann und tschüss.